Ja, hallo zusammen. Herzlich willkommen zu einem weiteren Unboxing-Video hier auf dem Kanal zusammen mit Games Island. Und ja, wir haben das Dual-Deck hier. Und zwar Speed vs. Cunning. Und Dual-Decks natürlich immer zwei Decks in einer Box. Also anders wie das Intro-Pack. Dafür haben wir hier dann keine Booster dabei. Und ja, ich werde euch die beiden Decks hier mal kurz vorstellen. Und wenn ich Kai überredet kriege, in einem kleinen Gameplay einfach mal gegeneinander antreten lassen. Also ganz schnell und einfach. Wir haben hier die Prospekte auf jeden Fall dabei. Ja, Speed vs. Cunning. Hier sind einmal die Decks aufgelistet. Wir haben auch hier die ersten Karten aus Karns so im Auftritt. Und auf der anderen Seite ist halt das Speed Deck. Ne, das Cunning Deck. So rum. Und ja, kann man sich das auf jeden Fall alles mal so durchlesen, was da drin ist. Dann haben wir hier das so eine kleine Regelkarte. Also wirklich für Anfänger gedacht, das Produkt. Also was steht auf den Karten eigentlich drauf? Und hier ist nochmal die ein ganzer Zug bei Magic aufgelistet. Also welche Phasen kommen nach welcher Phase. Aber das kann sich ja jeder angucken, falls er da Bedarf hat, sag ich mal. Dann die zwei Deckboxen. Ja, ist eigentlich dafür gedacht, um die Decks aufzubewahren. Ich bewahre da eigentlich immer irgendwelche anderen Karten drauf oder benutze das so als Kartentrenner. Denn die Decks passen, wenn sie in Hüllen sind, nicht mehr in diese Boxen rein. Also irgendwie wird das bei mir dann immer zweckentfremdet. Ja, schauen wir uns mal die beiden Decks an. Wir gucken uns als erstes das blaue Deck an. Oder, das heißt das blaue Deck, ist es eigentlich in den UWR-Farben. Also Jeskai nach den neuen Gilden. Und die Promo-Foil, die vorne drauf ist, ist Arcanist der Omnipotent. Für 6 Mana, 3-4, tappen, zieht 3 Karten. Für 4 Mana können wir ihn zurück auf die Hand nehmen. Ist ein legendärer Zauberer. Ist so eine All-Time-Classic, würde ich fast sagen. Also Arcanist ist auf jeden Fall keine schlechte Karte. Und ja, die ganzen anderen Rares, die hier drin sind, typisch fürs Dual-Deck, sind halt tatsächlich viel mehr Rares drin. Ja, ich lasse auch mal die Länder mit drin. Ne, die Standardländer tue ich raus. Die ganzen Inseln, da haben wir ein paar Gebirge und einen Haufen Ebenen. Also, wie gesagt, dreifarbig. Sieht man auch direkt am Lightning Angel, der braucht nämlich alle drei Farben. Richtig gute Karte für 4 Mana, 3-4, Fliegen, Wachsamkeit und Eile. Dann 1000 Winds für 6 Mana, 5-6, Fliegen mit Morph. Auch Morph ist ja neu in Karns. Hier nochmal so, ja, so ein bisschen zum Einführen halt. Man kann ihn für 3 Mana als Kreatur spielen, verdeckt. Also tatsächlich dann so auf den Tisch legen. Ist dann eine 2-2er-Kreatur, farblos, ohne Kreaturentyp, ohne alles. Und wenn wir sie aufmorphen für 7 Mana, dann können wir alle getappten Kreaturen auf die Hand ihrer Besitzer zurückbringen. Da kann man den Gegner halt gut mit überraschen. Dann die Sphinx of Utun für 7 Mana, 5-6 fliegend, wenn sie das Spielfeld betritt. Die obersten 5 Karten unserer Bibliothek aufdecken. Ein Gegner macht daraus zwei Stapel, einen davon dürfen wir auf die Hand nehmen, der Rest geht in den Friedhof, also eingebautes Fact of Fiction. Dann Hold the Line für 3 Mana an Instant, alle unsere blockenden Kreaturen kriegen +7/+7. Steam Augury für 4 Mana, decken wir wieder 5 Karten auf, machen aber selber diesmal 2 Stapel draus. Und ein Gegner sucht sich einen Stapel aus, einer auf die Hand, einer auf den Friedhof. Also genau umgedrehtes Fact of Fiction. Ja, das waren die Rares. Dann der Jeskai Elder für 2 Mana, 1-2 mit Prowess, das ist auch die erste Karte, die so gespoilert wurde aus Karns. Mit immer wenn der Kampfschaden Spieler Kampfschaden zufügt, dürfen eine Karte ziehen und dann eine discarden, also so ein kleiner Loot-Effekt. Dann kommen die Weenie-Kreaturen, Fairy Imposter, für 1 Mana 2 ins Fliegen, betritt das Spielfeld, dann müssen wir es opfern, wenn wir nicht eine andere Kreatur zurückbouncen. Coral Trickster für 2 Mana 2, 1 mit Morph, wenn sie aufgedeckt wird, können wir einen Permanent tappen oder enttappen. Eigentlich auch ganz nett, also so relativ schnelle Tempo-Aggro-Karten. Fatum Seer, ich gehe jetzt auch nicht auf alle Karten ein, ich halte sie aber mal so ins Bild. Wenn er aufgemorpht wird, dürfen wir 2 Karten ziehen. Der Willbender, auch ein alter Zauberer. Der Reader, der hat einen eigenen Roboter Misdirection. Können wir den Spell, das Ziel eines Spells ändern auf ein anderes Ziel. Sparkmage schießt einen Schaden, wenn er ins Spiel kommt. Low Missionary kommt ins Spiel, kriegen wir 4 Leben. Master Decoy kann uns blöde Blocker wegtappen oder starke Angreifer beim Gegner wegtappen. Also immer noch mehr Morph. Morph. Stonecloaker kommt ins Spiel, müssen wir eine Kreatur zurückbouncen. Das ist halt dafür da, um diese Comes-into-Play-Effekte öfters zu benutzen, wie zum Beispiel dem Lone Missionary oder dem Spark Mage Apprentice. Auf jeden Fall sehr nett. Also ihr seht, das Jeskai-Deck ist sehr stark auf Morph aufgebaut. Hussar Patrol mit Flash, noch so ein bisschen Combat-Trick-mäßig. Fairy Invaders, 3-3 Flying Flash. Und ja, das waren erstmal die Kreaturen. Fleeting Distraction, Kreatur kriegt -1/-0 und wir dürfen eine Karte ziehen, Combat-Trick und ja, Cantrip halt. Stave Off, sehr gute Karte hier in dem Deck. Kreatur kriegt Schutz von der Farbe unserer Wahl. Swift Justice, +1/+0 und First Strike und Lifelink für eine Kreatur. Also das sind die ganzen Combat-Tricks. Impulse, auch eine gute Karte. Wir gucken uns die obersten 4 Karten unseres Decks an, dürfen einen davon auf die Hand nehmen. Mana Leak,
eher unpassend, weil ich würde das Deck eher so ein bisschen tempomäßig spielen, da braucht man keine Counter. Lightning Helix, sehr, sehr, sehr gut, schießt 3 Schaden auf eine Kreatur oder einen Spieler und wir kriegen 3 Leben. Die Inferno Trap, ja, kostet 4 Mana, schießt 4 Schaden auf eine Kreatur, wurden wir aber in diesem Zug von, wurden uns von 2 oder mehr Kreaturen Schaden zugefügt, können wir sich für nur ein rotes casten, ist okay, sage ich mal. Hier weitere Counter, die ich ja echt nicht so gut finde im Deck. Hier können wir 2 Kreaturen zurück auf die Hand bouncen, auch wieder mit alternativer Casting-Costs, also typisch für die Traps, wenn Gegner 2 oder mehr Kreaturen ins Spiel gebracht hat in diesem Zug. Arrow Wally Trap, wenn 4 oder mehr Kreaturen angreifen, dürfen wir 2 Mana zahlen, statt eben die 5. Und schießt 5 Schaden verteilt auf eine beliebige Anzahl an angreifenden Kreaturen. Repeal finde ich wiederum sehr gut, für 1 Mana und X. Bringt einen Nicht-Land-Permanent Mana Kosten X zurück auf die Hand des Besitzers und dann dürfen wir eine Karte ziehen. Sehr, sehr, sehr gut. Und ja, Colorfix fürs 3 Farbe Deck, 2-mal das neue Mystic Monastery. Halt, kommt getappt ins Spiel, macht dann die Jeskai-Farben, sehr gut. Und Terramorphic Expanse opfern wir, um uns ein beliebiges Standardland aus dem Deck zu suchen, um dann es auf die, nicht auf die Hand zu nehmen, um es getappt ins Spiel zu bringen. Sehr, sehr, sehr gut in diesem Deck. Ja, jetzt auch noch kurz ein bisschen was zur Verbesserung. Also ich würde das Deck tatsächlich tempomäßig spielen, also relativ aggressiv mit netten Combat-Tricks. Das sind zum Beispiel die Counter-Spells und der Arcan ist tatsächlich nicht so stark, wie ich finde. Aber vielleicht sehen wir das ja dann mal in einem Real-Life-Gameplay, wie das abschneidet. Und jetzt gucken wir uns noch das andere Deck an mit Sogo, dem Hellmesher. Das ist der Madu Khan. Für 5 Mana 7-2 Eile, muss in jedem Zug angreifen. Und ist unzerstörbar, solange es unser Zug ist. Also ziemlich gut. Und immer wenn eine Kreatur stirbt, die von ihm Schaden bekommen hat, kriegt er eine +1/+1 Marke. Richtig guter Agro-Beater. Hier das Madu-Deck ist auch wesentlich aggressiver. Schauen wir uns das jetzt nochmal an. Die Standardländer tue ich kurz zur Seite. Wir haben hier noch einen Goblin-Spielstein. Einige Gebirge, 3 Ebenen und 6 Sümpfe. Schauen wir uns die Rares an. Die liegen ja jetzt oben drauf. Hell's Thunder als erstes für 3 Mana 4-4 Flying Haste. Im Endstep müssen wir es opfern, können es aber für 5 Mana nochmal aus dem Friedhof unearthen. Also es noch einmal wiederbeleben für eine Runde zum Hauen. Also ist echt, das ist eine echt gute Agro-Karte. Krenko, der Goblin-König, den kennt ihr mit Sicherheit auch. Für 4 Mana 3-3, tap, man kriegt so viele Goblins, wie man Goblins hat. Sehr, sehr gut. Besonders mit dem Orgel Battle Driver in Kombination, auch gute Karte in dem Deck, finde ich. 4 Mana 3-3, immer wenn eine andere Kreatur das Spielfeld unter unserer Kontrolle betritt, kriegt diese +2/+0 und Eile. Dann Fury the Horde, tatsächlich eine sehr gute Karte für 7 Mana Hexerei. Alternative Casting-Kosten ist 2 rote Karten aus unserer Hand ins Exil schicken und tappen alle unsere Kreaturen, die den Zug angegriffen haben. Und nach der Main Phase kommt eine zusätzliche Combat Phase mit einer nochmal Main Phase. Also können wir doppelt angreifen, sehr gut. Banefire, auch sehr gute Karte, wie ich finde. Rot und X, schießt X Schaden auf Kreaturen und Spieler. Und wenn X 5 oder mehr ist, kann es nicht neutralisiert werden. Sehr gut. Dann nochmal ein Goblin-Token. Der Frenzied Goblin. Für 1 Mana 1-1. Wenn er angreift, können wir Modus Mana bezahlen, um eine Kreatur nicht blocken. Also dann kann eine Kreatur nicht blocken in diesem Zug. Sehr, sehr gut. Infantry Veteran. Ja, kann angreifende Kreaturen +1/+1 kriegen. Und jetzt kommen diese Tempokarten. Snarecatcher. Wenn er ins Spiel kommt, tappt er eine Kreatur. Dredgescape Zombie. Für 2 Mana 2-1 mit Unearth, also auch diese ganzen Agro-Karten. Goblin Death Raiders, 3-1 Trample für 2. Hellraiser Goblin für 3 Mana, 2-2. Alle unsere Kreaturen haben Eile, müssen in jedem Zug angreifen. Das ist wirklich dieses Agro-Deck hoch 10. Flashback Marauder finde ich auch super, auch mit neuem Artwork für 3 Mana, 3-1. Betritt das Spielfeld, muss jeder Spieler eine Kreatur opfern. In der Regel haben wir halt noch irgendwie kleine Goblins, Goblin Tokens. Dann opfern wir immer was Schlechteres als der Gegner. Goblin Warchief, auch super Goblin-Karte, 3 Mana, 2-2. Alle Goblins, die wir casten, kosten 1 Mana weniger und alle Goblins haben Eile. Dann weitere Unearth-Karten. Hier, dieser bringt auch 2 Goblins mit ins Spielfeld, wenn er einem Spieler Schaden zufügt. Shambling Remains, 4-3 für 3 mit Unearth. Also ihr seht die ganzen Unearth-Karten. Auch ein paar neue Raid-Karten, sehr typisch für den Madu-Clan. Beetleback Chief, also es ist eigentlich ein Madu-Goblin-Deck. Das letzte, wo ich mich erinnere, wo der war Vintage Masters. Für 4 Mana 2-2, kommt mit 2 roten Goblins ins Spiel. Und Flamekim Zealot kennt vielleicht manche aus dem Dredge-Deck. 4 Mana, 2-2 betritt das Spielfeld, kriegen alle unsere Kreaturen +1/+1 mit Eile. Scourge Devils, Oni of Wild Places, Reckless Abandon, da sind wir auch schon bei den Spells. Für 1 Mana müssen wir eine Kreatur opfern, können dann 4 Schaden schießen, sehr gut. Schock, also ein bisschen Burn, Bone Splinters, Kreaturopfer, zerstört eine Kreatur, super. Arc Trail, 2 Schaden verteilen ist top. Das Goblin Bombardement, eine der geilsten Karten, wie ich finde, sowieso, opfert eine Kreatur. Können wir einen Schaden verschießen.
Kränkes Command, auch super als Goblin. Goblin-Kanonen oder Goblin-Bomben und Morph-Futter oder mit den ganzen anderen Goblins halt super stark. Kriegt zwei Goblin-Tokens, Act of Treason, um beim Gegner eine Kreatur zu übernehmen. Weitere Pump-Spells, ein bisschen Schaden schießen. Also ich denke, ihr versteht das Konzept. Sehr schnelles Aggro-Deck, basiert auf Goblins. Zwei Evolving Wilds. Ja, ist dasselbe wie Terramorphic Expanse, sucht uns ein getapptes Standardland raus, unser Wahl zum Colorfixen, dann das Ghetto Encampment, Manlands, immer super, wird für 2 Mana zu einem 2-1er First Strike Warrior und noch 2 mit der Nomad Outpost, also auch wieder das Wedge-Land, kommt getappt ins Spiel und macht die 3 Madu-Farben. Sehr, sehr, sehr gut. Ja, ich hoffe, wir werden das Deck mal in einem Real-Life-Gameplay kurz sehen. Ihr kennt ja jetzt hier die Karten, weil das wird wirklich ein kurzes Gameplay, wo ich wahrscheinlich nicht viele Karten einblenden werde oder sogar gar nicht, damit wir das möglichst schnell abgefilmt kriegen bzw. bearbeitet kriegen. Denn ja, es kommt jetzt die neue Edition bald raus und wir haben viele, viele, viele Videos geplant. Und da bleibt halt nicht viel Zeit für andere Sachen. Und ja, mein Tipp ist, dass Sorgo-Deck ist definitiv besser als das Arcanis-Deck. Könnt ihr gerne mal einen Kommentar da lassen, was ihr da so von denkt, welches Deck vielleicht besser ist. Ich denke, ich mache ein Best of 3 mit dem Kai und dann schauen wir mal, wie sich die Decks halt schlagen. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wie immer wünsche ich euch einen schönen Tag. Bis demnächst. Ciao.